Mit Pericom wirst du sicherlich. Kommt drauf an, wie viel Geld wir dann haben, aber wir können da sicherlich mal 2 Wochen rumhängen. Ja. Du weißt schon, dass wir gesucht sind in Perikum? Nein, Nicht andere hier, Runde. andere Runde. Ach so, In der ah. wir aber auch bestimmt bald gesucht in Pericom sind. Die kennen uns nur noch nicht. Ich weiß nicht warum, aber alle meine Charaktere machen sich in Pericom unbeliebt. Nach rotem Bestimmt Pflaster. nicht. Wir sind ja auch in der anderen Runde in Perikum. Unbeliebt. Na, ich zumindest. Na, zumindest bei den Richtern. Beim Richter, ja, stimmt. Nicht nur bei dem einen Richter, bei dem anderen Richter auch. Ja, der Marktrichter ist kein richtiger Richter. Sag ihm das mal ins Gesicht, der stellst du aber schneller am Pranger, als du gucken kannst. Und ich meine, Sorben vielleicht nicht, gildengerecht und so, aber trotzdem. Hör auf, ihn Sorben zu nennen. Ja, nein, in diesem Fall ist es richtig, denn ich rede von dem Charakter. Ja. Ja, ihr nennt Wir euch ja in haben. eurer anderen Gruppe auch nicht um im Ja, Chat. wir kennen uns halt. Vergessen halt nicht, wie wir heißen, nur weil wir nicht mehr so heißen. Ich habe übrigens gerade Richtig. festgestellt, dass man die Kamar-Queste nicht im Monat der Gottheit machen muss. Ja, habe ich gehört, da war ich dabei. Ah, okay. Ich dachte, du wärst noch weg gewesen. Gibt Das es nicht noch ist. irgendwelche Boni oder so? Ja, Monat der Gottheit gibt einen. Und Feiertag gibt, glaube ich, entweder zwei oder nochmal zwei. Ja, dann macht das doch Sinn. Ja, klar, aber Stadt des Lichts an sich gibt schon vier. Da lass dich ja keiner mehr rein. Junge, die müssen mich reinlassen. Die haben keine Türen mehr. Ständig irgendwelche Bauarbeiter, die dich anstoßen. Ups. Wurde das Licht, liegt ein Buch oder sowas auf deinem Kopf ab. Also im Monat gibt minus 1 und an einem Feiertag gibt minus 3. Also das würde schon Sinn machen. Das dann für insgesamt minus 8. Gerade weil ich auch, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, vorgerechnet habe, dass ich 15 KP Sterne überbehalten muss, damit meine Rechnung aufgeht. Schon eine Ansage ist, da ich im Moment nicht mal 15 KP habe. Und wir haben ja noch Zeit. Der Preis ist ja erst. Jetzt haben wir Ingerim, danach kommt Raya, richtig? Dann kommen die Jo. namenlosen Tage. Dann kommen die namenlosen Tage, Ist der schönste, ist der schönste Monat. die wir bitte nicht in Zorgan verbringen. Nee, da sind wir in Oron. Weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, in Oron hat man sich, kann man sich im Namenlosen besser erwehren als in Zorgan. So ein Gefühl. Meinst du, im Monat Raya ist Oron besonders schön? Da gibt's sicherlich viele sehr berauschende Feste. Nur ein oder zwei winzig kleine Menschenopfer. Ich weiß ja nicht, was wir jetzt machen. Ich meine. Habt ihr Bock auf eine Niederhölle? Auf eine was? Auf eine Niederhölle. Eine ganze? Jetzt so spontan? Jetzt, wo ich in Gardianum kann, immer her damit. Ich wollte Auf meine drei, Seele neun. eigentlich. Ich wollte meine Gardianum auf Seele. zwei, yeah. Ja. Ich wollte meine Seele eigentlich noch ein Weilchen behalten. Ich meine, selbst ein Gardianum auf 2 gibt dir, wenn du ihn, wenn du alles überbehältst, ja schon. 5, 3 plus 4 sind 7, 7 mal 7 sind paar 40 Hitpunkte gegen Dämonen. Für 3 HP ist das schon Kannst du über mal. die Variante da schon sprechen? Nikoiros ist das da. Ach ja, kann er nicht, kann man erst ab Nee. 7. Genau das. Hi. Hallo. Hallo. Moin. Hallo. Wir können anfangen. Was? Lass mich doch erstmal auf die Server einloggen. Nein. Hast du Bock, Jalan? Ich hab immer Bock. Abelmir und ich, wir spielen da die Blumenmädchen. Genau. Ja, hallo, meinen Traumprinzen habe ich schon. Wie, Hagrobald? Nee, Keras natürlich. Der ist doch kein Prinz. Erzähl mir nicht, dass ein Grande nicht so ähnlich ist wie ein Prinz. Doch. Du kannst mich mal auf meine Träume zu Ja, ich zerstören. hätte sie gern. Er ist ein Grande. Das ist fast so wie ein Prinz. Ich denke. Aber Kiaras lässt sich ja nicht gerne festnageln. Oh. Hast du Nein, schon mal nein, nein, probiert? nein, 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 zurück, zurück, einfach Satz zurück. Wow. Ach, jetzt, da taucht er auf einmal auf. Das sagt die ganze Zeit nichts, aber da ist er dann da. Ja, ich muss gerade noch eben schnell den Post finalisieren. Ja, bei mir war es ganz einfach. Oh, ich möchte Liturgiekenntnis steigern. Ey, ich habe keine AP mehr. Auf Wie 10 teuer. hochgedrückt oder? Junge, auf 12. Ich habe Du 2 Wochen. göttergefällige 13 Punkte. Ich habe ja 2 Wochen nichts gesteigert. Ich kann leider noch nicht steigern, ich habe meine Heldendatei nicht hier. Also bitte. Naja, ich meine, du kannst es trotzdem steigern. Du musst nur in der Tabelle gucken, was dich kosten würde und trägst dann hinterher nach. Ja, ich mache das jetzt nächste Woche, weil dann bin ich wieder zu Hause. So, dann wollen wir nochmal Udalbert von Wertling eintragen. So können wir, so können wir, so können Dann kann ja dann auch in die Endurium-Rüstung von ihm reinsteigen. wir. Ja, ich bin dafür, das machen wir. Mein Trottel, ey.
rum. Ist doch geil. So viele Endurion kommen wir so schnell nicht mehr. Packst dann halt bei Eisinger, sagst, gibst ihm die Hälfte ab, wenn er ein paar Schwerter macht und fertig bist du. An sich nicht so das Problem, aber wie gesagt, aktuell hat er zu tun noch ein Nöcher. Ja, klar, aber irgendwann hat er halt nicht mehr zu tun. Und Endurium verdirbt jetzt nicht. Das ist richtig. Schlecht tut das nicht. Im Notfall können wir es halt auch einfach der Boronkirche übergeben und sagen, hier, bitteschön. War die Boronkirche, die das normalerweise einsackte, oder? Ja, ich glaube schon. Mhm. Mhm, genau, die Hälfte Boronkirche und der Rest geht an die anderen zwölf Kirchen. Könnte man vielleicht auch ein Pünktchen schlechten Ruf abbauen mit. Stimmt. Brauchen das für ihre Golgariten. Ah Mensch, die haben gar keine mehr. Naja, spätestens bis Träume vom Tod haben sie wieder welche. Also irgendwo müssen die an Bäumen wachsen. Träume von Tod, ja, weißt du, in welchem Jahr wir aktuell sind? Das sind nochmal 10 Jahre. Ist richtig. Aber bis dahin haben sie wieder welche. In 10 Jahren wachsen dank Zar-Kirche noch ein paar Kinderchen ran. Naja, aber in 10 Jahren wird auch jeder Geburtssegen eine 1 zu 144 Chance haben, mit Flammen aufzugehen. Also, I don't know. Kommt Johnny eigentlich heute? Hast du was von gehört? Ja, sie hat gestern gespielt, gestern bei Elch, und das hat nicht bis 4:30 gedauert. War dann noch im Teamspeak mit meinem Handy und bin dann dabei eingeschlafen, als ich den zugehört habe. Ich weiß nicht, wann die Schluss gemacht haben. Ich habe dann noch die Kritikrunde halb mitbekommen. Bin ich dann wieder aufgewacht. Aber ich glaube, das war so 12 oder 12:30. Musst du ihn mal fragen. Auch untypisch für ihn, so früh aufzuhören. Ja, weil er nicht der Spielleiter war, sondern jemand anderes. Ja, gut. Die haben ja auch um 11 angefangen, ne? 11 Uhr morgens. Auf dem Weg haben wir viel diskutiert und auch davor und danach noch ein bisschen, wie wir das Ganze jetzt angehen sollen, wer redet, was genau wir überhaupt wollen, wie wir das Ganze angehen wollen. Bis uns dann die Zeit ausgegangen ist und wir vor Barbrück standen. Dort haben wir nochmal den Baron Ula wieder getroffen, der irgendwie nicht wirklich irgendwas getan hat oder gesagt hat. Ihr habt Baron Ula getroffen? Das ist ein Fluss. Baron Ula ist der. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie hast du was zu dir. Was ist mit dir? Ey, ich bin immer Junge! Komm mal klar! Was? Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ja, Baron Ula getroffen. Da ist Baron Ula. Der ist ein Fluss, der lang fließt Richtung Barbrück. Auf der Karte. Das mehr sehen. Also, ihr seid in dem Fluss rumgelaufen, das weißt du noch, oder? 10 von 10 Punkten, Gerhard. Achso, er war ja auch nicht da. Nein, Wadi ist einfach nur eine Form der Wüste, wo ein ausgetrocknetes Flussbett ist. Das macht mehr Sinn. Du findest in der Sahara findest du Wadis, in jeder Kackwüste findest du Wadis. Das ist, also würdest du sagen, Steppe oder Wald oder Berge. Das ist 12 Jahre her, dass ich das letzte Mal in der Sahara war, also ernsthaft. Das weiß ich nicht mehr. Ich war noch nie da und weiß das. mach einfach weiter.